Wir können auch das Joss Nero-Video sehen. Da hätte ich doch Bock drauf. Aline Bachmann droht mit Araber-Clan und begeht Straftaten. Payback 6. Aber Lesko, rein ins Video, ich bin sehr gespannt. Na, ich möchte mich an der Stelle kurz erklären. Ihr werdet in diesem und sehr wahrscheinlich in dem nächsten Video ein Placement sehen. Häuft sich im Moment, ich weiß. Hat in Kürze runtergebrochen den simplen Grund, dass ich durch die Steuererklärung ein bitteres Erwachen meiner naiven Unbeholfenheit im Finanzsektor durchleben durfte. Aua. Und seit neuestem kostspielige Zusammenarbeiten stattfinden, die mir erlauben, Videos frequentiver zu veröffentlichen. Zwei Editoren, die mir unter die Arme greifen, Grafiker und, und. Damit wisst ihr Bescheid. Payback. Geil. Zeit. Alina hat wieder Steilvorlagen geliefert, die ich einfach verwandeln muss. Es geht einfach nicht anders. Wir reden heute darüber, dass die Kritiker mit Araber-Clans bedroht. Geil. Wie mit Gewalt und vielleicht sogar mit etwas ganz, ganz schlimm. Okay, ich bin gespannt. Werdet ihr gleich noch erfahren. Kurzum, ihre arbiträren Infantilitätsattacken häufen sich im Moment. Bevor wir reinstarten, wisst ihr, was jetzt kommt. Partnerschaftsintervention. Nero, ich liebe deine Partnerschaftsdinge, aber ich skip kurz. Es tut mir leid, Nero, Bruder. Das Aline Bach... Okay, wir machen weiter. Sorry, Nero, ich mag dich, aber ich habe geskippt. Weiter geht's. Wenn man auf Sitte und Recht so viel gibt wie Bahnhofstoilettenschmierereien auf grammatikalische Korrektheit, sollte langsam Usus sein. Was sie sich jetzt allerdings wieder gerissen hat, setzt dem Ganzen nochmal eine schöne Schippe an Boshaftigkeit obendrauf. Bis dato beschränkte sich A.B. in ihren Drohungen auf rechtliche sowie finanzielle Konsequenzen für ihre Kritiker, die aufgrund der Frequenz und der prozentualen Eintreffungsrate, die gegen Null tendiert, richtigerweise als heiße Luft wahrgenommen werden. Mittlerweile hat sie mir schon mal gedroht eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Ich reagiere auf die Videos aber nur. Let's go. Mittlerweile hat sie ihre Verhaltensweise insofern geändert, dass es von rechtlichen Drohungen zu Drohungen übergegangen ist, die selbst inhärent rechtliche Konsequenzen für sie zufolge haben können. Ui, interessant. Wollen wir uns dieses Beispiel jetzt kurz gemeinsam zu Gemüte führen? Aber natürlich wollen wir das. Also eins muss ich ja echt loswerden, ne? Miriam, also eure Eltern tun mir echt leid. Deine Mutter wird gefickt und dein Vater genauso. Du lernst mich jetzt kennen. Dann werde ich meiner Welt mitteilen, dass dein Vater ein kleiner Kinderficker ist. So einfach machen wir's. Du machst aber mir auch Rufmord. Also alright, coole Aussage. Das nenne ich mal Unbeteiligte mit reinziehen auf einem anderen Level. Die Eltern tun ihr also leid, werden aber gefickt. Aline, meine Gute, warst du nicht diejenige, die von Medienoutlet zu Medienoutlet vagabundiert ist, um unter anderem die Räuberpistole von deiner Mutter, die mit reingezogen wurde, zu verbreiten? Mutmaßlich, um Mitleidskohlen in TikTok-Battlestreams abzugreifen, mit dem O-Ton, wie schrecklich es doch ist, Unbeteiligte in Mitleidenschaft zu ziehen? Wenn es um dich geht, ist das natürlich ein großes No-No. Aber wenn dir jemand gegen den Strich geht, sobald er auch nur den Anflug von Widerwort oder Kritik rausscheinen lässt, ist das natürlich ein absolut probates Mittel, um eben diese einzuschüchtern. Es geht ja noch weiter und die Drohungen werden konkretisiert. So viel wollte ich aber schon mal vorwegnehmen. Ich bin ja so ein bisschen im arabischen Clan involviert. Oh Mann, Alter. Ich bin auch so ein bisschen im arabischen Clan involviert. Deutsche El Eknu, Alter. Ah ne, El Eknu war nicht arabisch. El Eknu war... Kein Plan, was war El Eknu, Digga. Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter. Und dann werde ich mal allen mitteilen, dass dein Vater ein Kinderficker ist. Die Prämisse, die uns hier gegeben wurde, ist in sich selbst nicht schlüssig, weswegen ich hier zwei Szenarien besprechen muss. Szenario A, das, was sie sagt, stimmt de facto, oder Szenario B, es stimmt nicht. Was dafür spricht, dass es frei erfunden ist, ist die Behauptung aus dem ersten Satz, dass, ich glaube, Miriam heißt sie, Rufmord an ihrer Person betreiben soll und sie deshalb, dass er genauso bei ihr machen kann. Zunächst einmal primitivstes Feuer mit Feuer bekämpfen, aber was viel saftiger ist, sind die Strafen, die hinter dieser Drohung stehen. Oder Digga, vor allem so mit arabischen Clans drohen, könnte man schon als Drohung, also so als Morddrohung / Drohung körperlicher Gewalt sehen auf jeden Fall. Das könnte man so interpretieren. Eher hinter den Drohungen rennen. Wir hätten ja einen vorsätzlichen Fall des Paragraphen 187. Schämt euch, wenn ihr auch nur dran gedacht habt. Wer wieder besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts, Paragraph 11 Absatz 3 begangen ist, mit Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Nicht nur wird mit dieser Form des Rufmords und der Heftigkeit der Anschuldigung die öffentlich... Ich muss aber sagen, die Animation, die Grafiken in diesem Video sind sehr sexy. ...die Meinung herabgewürdigt, sie wird vernichtet. Das ist das Zeug, um Leben zu zerstören, meine Gute.
Und das auf die ekelhafteste Art, die man sich nur denken kann. Finanzielles Aus, soziale Ächtung, Verlust jeglicher Sozialkontakte. Das würde schon mal für eine Verurteilung, falls es zu einer Anzeige gebracht werden würde, die im oberen Maße des Strafrahmens beherbergt sein sollte, reichen. Dazu kommt ja noch der Fakt, dass diese Tat in der Öffentlichkeit begangen wurde, was das Strafmaß von 2 Jahren auf bis zu 5 Jahre anhebt. Allerdings wie immer, Angabe ohne Gewähr, ich bin immer noch ein Laie, was dieses Thema betrifft. Ich würde trotzdem so einen mittleren 3-stelligen Betrag darauf verwetten, dass meine Äußerung an sich ohne konkret auf sie gemünzt einwandfrei und korrekt ist. Als nächstes hätten wir die Ankündigung, dies an einen arabischen Clan. Digga, diese Sounds in diesem Video sind auch anders wild. Ja, mit dem Clan drohen, ich glaube, mit dem Clan drohen ist einfach nicht cool. Also, einfach nicht cool. Clan weiterzuleiten, mit dem sie bekannt ist, was auch schon so als Drohung gewertet werden könnte. Strafgesetz. Safe kann man als Drohung werden. Ich finde, das kann man sogar als Drohung, mindestens als Gewaltdrohung sehen. Paragraph 241, Bedrohung. Absatz 1. Wer einem Menschen mit der Begehung einer gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten rechtswidrigen Tat gegen die Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von bedeutendem Wert bedroht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2. Wer einem Menschen mit der Begehung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, das zweite Teil würde dann auf sie zu treffen. 3. Ebenso wird bestraft, wer wider besseres Wissens einem Menschen vortäuscht, dass die Verwirklichung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bevorstehe. Paragraph 11 Absatz 3 begangen ist in den Fällen des Absatz 1 auf Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahre oder auf Geldstrafe und in den Fällen der Absätze 2 und 3 auf Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder auf Geldstrafe zu erkennen. Absatz 5. Die für die angedrohte... Ja, Bro, er liest halbe Buch vor. Tat geltenden Vorschriften über den Strafantrag sind... Er liest auch halbe Buch vor. ...entsprechend anzuwenden. Als nächstes hätten wir die höchst unmoralische Phrase, was der Person als Kind angetan wurde, angeblich. Und dies soll die Begründung, weswegen sie in Alines Augen so verkommen ist, sein. Ich glaube, der hat nämlich dich als Kind am meisten in den deswegen bist du so geworden, wie du bist. Dein Vater ist ein Kinder... und das können alle wissen. Anscheinend möchte sie damit sagen, dass man schwer traumatisiert ist und was richtig Schlimmes durchleben musste, wenn man sie kritisiert. Ich bin dann anscheinend auch ein totales Wrack. Ja, fuck, bin ich wirklich. Und mit dieser wunderschönen Audio hat sich der Verdacht nicht nur erhärtet, sondern vollumfänglich bestätigt und das nicht nur ad hoc. Man könnte jetzt denken, klar ist das eine Drohung, aber sie hat ja nichts gerade heraus ausgesprochen. Wir finden dich. Irgendwann finden wir dich. Irgendwann stehen wir vor dir und dann wirst du sehen, was passiert. Und dann siehst du, wie Deutsche und Kurden gemeinsam das regeln. Weißt du, wie ich meine? Wir reden nicht. Glaub mir, wir reden nicht. Wir stehen jetzt, irgendwann. Jetzt bist du drin, immer bei mir im Kopf. Ja. Vorbei, fertig. Glaub mir, irgendwann stehen wir. Okay, Digga, das ist aber schon eine sehr dolle Bedrohung gerade, Digga. What the fuck? Vor dir und du wirst denken, oh mein Gott. Und nicht jetzt, irgendwann. Und du musst dich auch nicht in die Psychiatrie verpissen, das, was du immer machst. Ich habe ja schon von vielen Hackern gehört, dass du dich immer versteckst wie so eine kleine... Da muss ich... Okay, what? Also, Bro, dafür kann man sich auch easy dran bekommen, hä? Was? Muss ich hier direkt einen Dämpfer verpassen? Drohungen, insbesondere Drohungen dieser Spielweise, müssen nicht in ausdrücklicher Art und Weise stattfinden, sondern sind auch konkludent strafrechtlich relevant. Das heißt, wenn man sich aus dem Kontext erschließen kann, was damit gemeint ist, ist der Straftatbestand erfüllt. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass das eine Morddrohung sein könnte. Wie ich darauf komme, Sätze wie wir finden dich und stehen vor dir und wir reden nicht oder vorbei und fertig, strahlen so eine gewisse... Ja, ich weiß nicht, ob man Mord sagt, aber auf jeden Fall... Gewaltandrohung, würde ich sagen. Tendenz aus. Die Drohung, dass es ihr nichts nützt, sich in einer Psychiatrie zurückzuziehen, nimmt ihr de facto die Möglichkeit, dieser potenziellen im Raum schwebenden Straftat zu entgehen, grenzt am Psychoterror und wird dem Strafmaß sicherlich nicht mildernd entgegenwirken. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, Hacker haben dir das also mitgeteilt. Hoffentlich nicht die Art und Weise von Hackern wie Mimon, der bei dir nur ein wenig den Maskenflüsterer gespielt hat, um zu sehen, was man dir so entlocken kann, wenn du denkst, Verbündete in deiner Online-Vendetta gefunden zu haben. Und dir möglicherweise gar nicht so positiv gegenüber eingestellt sind, wie du denkst. Wer weiß. Der gleiche, dem du erzählt hast, was bei zu viel Tilly passiert, der dich mit Rocksau, Pinky und Handtuch verarscht hat. Vielleicht... Oder zu viele Namen gerade, kein Plan, was hier abgeht. Der bei mir ja auch so ein wenig ausgepackt und aus dem Nähkästchen geplaudert und mir sehr... Boah, Cliffhanger hier sogar, Digga. Nero, richtiger Businessmann. Sehr schlüpfrige Details geschildert. Ich lüge meine Fans an, wie ich will. Es ist mir scheißegal, was ich im Stream sage. Weißt du, wie ich meine? Das steht wohl in den Sternen. Genau wie das, was sich gerade in dir vielleicht breit macht. Vielleicht wird dir gerade so ein bisschen warm und du fängst an zu schwitzen, dein Puls steigt an und in dir macht sich so ein Unbehagen breit. Boah, richtiger Cliffhanger gerade. Weil du ganz genau weißt, wovon ich hier rede. Try me, Aline.
Boah. Ey, jetzt bin ich gespannt, Digga. Also ich werde mir das nächste Video auf jeden Fall auch reinziehen. Deswegen, falls ihr Bock drauf habt, abonniert gerne den Kanal hier, damit ihr die Reaction nicht verpasst. Boah, Digga, das Ende war echt spannend aufgebaut. Halbe Spielfilm einfach. Also so, boah, ist spannend, Digga, was da abgeht. Digga, Nero weiß, wie man Dinge spannend macht. Krankes Video, gibt Like natürlich. Krass, gutes Video, gutes Video. Lasst gerne ein Like bei Nero da und abonniert auch gerne Nero. Würde mich freuen.